Eins, zwei, drei, vier. Frei. Hier ist wieder die Mitte. Und hier geht's rein. So. Theoretisch würde hier noch eins hinpassen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich könnte auch hier an der Ecke sieht sogar recht symmetrisch aus. Hm. Nur nicht in die Richtung. Sondern so. Und könnt hier die Samen einlagern. So am Eckknotenpunkt ein Samenlager hinmachen für die... Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen komisch falsch. Aber ja, da sollte ich vielleicht die noch um 1 verschieben. So. Machen wir das mal mit der Maus. Ist ja toll, dass wir das dann DFG einigermaßen machen können. So. Dann X wird das hier weg. X'en wir das hier weg. Und meinen so. Das. Und das. Ja. Und. Ne. Nehmen erstmal das hier alles weg. Auch wenn das jetzt gerade komisch aussieht. Ach ja, und das hier hinten auch. Und ich glaube, die ganzen Räume hier, die können wir auch wahrscheinlich vergessen. Also, jetzt müssen sie hier ein bisschen clearen. Also, wenn das so ist. Und dann macht wenigstens auch das hier weg. Was macht eigentlich mein Weaponsmith? Der Sunbreak, okay. Die Etage hier sieht richtig voll aus irgendwie. Aber die Hoffnung nicht aufgeben. Ich gucke jetzt erst einmal und sehe, dass die immer noch hier sind. Aber komisch, die Depot Access ist da. Mhm. 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 Jupp. Jupp. Und hier. Und sie können von der Map auch verschwinden. Wenn auch nicht an vielen Orten eigentlich, ja? Ach, jetzt gehen sie auch endlich. Gut, goody. Gucken wir mal unsere... Wow, also jetzt sieht das wirklich gut aus. Was sagen? Und wir haben noch einen Haufen Platz und Dings. Was sagen denn unser Fisch? Sieht sehr gut aus. Unser Rohrfisch hält sich. Plants sieht auch recht gut aus. Ja, ich bin zufrieden. Für den Augenblick. Und wir haben Holz. Das heißt, der Carpenter macht mir mal genügend Barrels. So, dass das auch mal erledigt ist. Einer schläft, der andere macht Pause. Das heißt, unsere Bauarbeiten gehen hier gerade nicht so voran. Macht wenigstens irgendjemand... Ach, nö.
Ein Mason-Workshop, okay. Das ist ja noch okay. Und wir müssen irgendwann mal was wegen dem Sarg tun. Ja, ein Tomb brauchen wir dann auch noch. Hm. Gut, ich würde sagen, einen Tomb versuchen wir hier irgendwo reinzubuddeln. Ich glaube, das geben wir dann auch so bald wie möglich in Auftrag. Wir haben sehr viel Git zu trinken und sehr viel Prepared Meats. Nein, Prepared Meats haben wir kaum was. Glob haben wir sehr viel. Das wird unter Glob fallen. Okay. Ich wollte eigentlich gerade fragen, was macht denn mein Tenner? Aber jetzt hat er endlich gebaut. Clean Antenna Pelt. Clean Shell, Clean Skates. Ach so, das, der macht die ganzen Sachen benutzbar. Ja, der Tenner wurde ja auch ein bisschen geändert. Der Tenner. Genau, Clean Antenna Pelt into Fur und Tan Skin into Leather. Ja, und Clean Shells und Clean Scales. Das heißt, der hat viel zu tun. Weil, wenn ich so die Stocks gucke, haben wir Powder. Das wird wahrscheinlich noch hauptsächlich Zeug sein, was die mit sich rumschleppen. Ammunition, Legwear, Handwear, Quivers, Tentheits, genau. Cloth, Logs, oder, nee, halt, es fehlt es auch unter Klopp. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Genau hier, Skin, Pelt, Scale. Tallow ist das gerenderte Fett. Also ja, der hat jetzt genug zu tun, denke ich mal. Und einer meiner geht jetzt wieder in die Arbeit, der Weapon. Ach Gott, nein, der Armor hat eine Strange Mute. Aber er scheint sich Zeug zu holen. Okay. Tja, Chris, enttäusch mich bloß nicht. Ich möchte dich nicht als Nächsten beerdigen. Also stell keine zu großen Anforderungen. Aber ich denke mal, im Masons Workshop wirst du nichts anderes machen außer Stein. Ich hoffe mal, du baust dir jetzt nicht deinen eigenen Steinsarg. Sonst wäre ich böse. Du, wo bist denn du beim Buddeln? Ach, da! Du machst den Gang hier frei. Okay. Und jetzt hast du wieder Durst. Mann, Ragi, Mann. Ja, Essen wird gekocht. Jetzt haben wir langsam Prepared Meats. Was haben wir denn so alles? Shadow Leaf Bush Stew. Okay. Warte mal. Tallow. Strawberry. Wie viel Shadow Leaf Spawns haben wir? 12. Das heißt, okay, wenn er sie verkocht, dann müsste was dabei rauskommen, hoffe ich mal. Nee, Shadow Leaves haben wir leider keine mehr. Weapon. Sammel die mal ein.
Genauso wie die Javelins. Den Round Shield könnt ihr ruhig auch einsammeln. Das ist alles benutzt. Sweat. Warum auch immer. Da ist verbaut. Rough Games. Chains sind auch verbaut. Corpses. Achso, ja. Das ist die eine Leiche. Body Parts. Der Kopf und Remains. What a Sparrow Remains. Naja, okay. Einer trinkt, der andere hat eine Strange Mood. Das heißt, wir werden. Ah ja, er geht wieder schaffen. Gut, 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 gut. So, das heißt, ich hoffe, er geht jetzt nach. Nein, er isst jetzt erstmal etwas und dann fängt er hoffentlich hier oben an, die Farben auszugraben. Ah, gut. Chris fängt mit seiner mysteriösen Konstruktion an. Weh, du baust mir einen Sarg. Wenn du dir nämlich jetzt deinen eigenen Sarg baust, war es das letzte Mal, dass du in einem meiner Staffeln vorkommst. Ja, ich weiß. Was sagen die Stocks? Sehr viel prepared. Glob nimmt hoffentlich langsam ab. Ja, wir haben noch ziemlich viele Scales. Okay, ich glaube, das Fett ist schlecht geworden. Wieso hast du keinen Job? Ja, und du bist ein Stray Dog geworden. Ich habe doch da Downward Stairway, oder? Ja. Ja, jetzt fängt er endlich an, Downward Stairways zu machen. Chris, ich habe gesagt, du sollst keinen Sarg machen. Warum tust du mir das an? Da. Etismus de Dutiful Fungi. A Graphit Coffin. Warum? Warum, Chris, hast du deinen eigenen Sarg gebaut? Dies ist ein Graphitkopfin von höchster Qualität. Er ist umrandet mit ovalen Graphit-Cabochons und überzogen mit Bändern aus Knochen und Knochen. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Zwergen in Graphit. Die Zwerge lachen. Okay, Chris, du hast Zwerge auf deinem Sarg, die dich auslachen, wenn du tot bist. Dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Niederlage der Comedic Flies, also der Komödiantenfliegen. And Pillaging of Zillowsprung by the Thimbles of Immortality. In the early spring of 101 during the 75 Pillaging of Cello Spring. Pillaging waren, glaube ich, Überfälle.
Was? Silo Spring wurde 75 Mal niedergebrannt? Also Pillaging ist normalerweise, wenn man ein Dorf niederbrennt, oder? Wie auch immer. Muss das unbedingt ein Sarg sein? Ich glaube, meine Zwerge hat der Mut schon verlassen. Und nein, hier oben ist wieder Stein. Wieso? Wenigstens wird sich Chris jetzt auch mal bemühen zu graben. Ich habe Lignit gefunden. Wie schön. Ich will aber kein Lignit, ich will Erde. Ich will ganz stinknormales Säul. Wisst ihr was? Brecht mal hier. Und hier ab. So. Jetzt habt ihr wahrscheinlich nichts zu tun. Deswegen Designation. Meinert erstmal die beiden hier fertig. Ups, das war Zoom, das wollte ich nicht. Meinert erstmal bitte die beiden hier fertig aus. Ups, das war jetzt zu viel. So. Und meinert dann bitte. Auch wenn es doof ist. Meinert bitte die hier aus. Gut, dann kommt da oben was anderes hin. Voraussichtlich. Und das war falsch. So. So. Und so. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, meinert mir das Ding hier auch noch fertig aus. Auch wenn jetzt gleich wieder ständig blub, blub, blub Geräusche kommen. Weil direkt über uns der blöde Fluss ist. Genau. Ja, und noch mal das Ganze bitte. Ey, fast geschafft. So, jetzt fängt er hier an. Sehr schön. Da drüber ist übrigens auch noch ein Fluss. Ah, das war falsch. Naja, kein Fluss, ein Tümpel. Aber egal. So, wir haben auf jeden Fall schon mal unser erstes großes Farmding fertig. Also, Building, groß. Die kleinen P war der Farmplot, oder? Klein P, genau. Jo. Und ich kann ihn nicht so riesig machen. Wollte mich veralbern. Gut. Dann gibt es eben vier Farmplots hier rein.